Die Absatzzahlen des Audi A4 schwächeln. Allein in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 3% hinter dem Plan. Dabei muss der A4 Stückzahlen machen, Geld verdienen. Und genau das nehmen die Ingolstädter jetzt in die Hand. Nämlich das Geld, um das Modell, das für 2019 geplante Facelift, fit zu machen. Die bis auf das Dach komplett neue Karosserie kostet rund eine 500 Millionen Euro, so ein Insider zur Autobild. Das Gesicht behält seinen eigenen Charakter, sortiert sich aber sauber in die neue Familiendesignsprache ein. An der Flanke fallen die an den Urquattro erinnernden Blister über den Rathäusern auf. Das Heck wird hingegen behutsam geliftet. Neue Rückleuchten im Stil des A6 reichen aus, um den fast neuen A4 als neu zu erkennen. Allerdings werden bei Audi die sichtbaren Auspuffrohre auf Dauer verschwinden und durch Blenden ersetzt. Nicht mehr zeitgemäß, hat der Vorstand entschieden. Der Innenraum wird komplett neu eingerichtet. Erstmals hat Audi hier von den Kunden Schelte bezogen. Jahrelang waren die Ingolstädter mit weichen Kunststoffen, pingeliger Verarbeitung und satt rastenden Schaltern die klare Nummer 1. Beim A4 hingegen übertrieben es die Designer. Die Mittelklasse wirkt zu steril. Daher holt Audi das Bedienkonzept des A6 auch in den kleinen Bruder. Dazu kommt eine verbesserte Sprachsteuerung, die zwar nicht ganz so intelligent ist wie die Hey Mercedes oder Hey BMW Software, aber trotzdem einen Großteil der Bedienung übernehmen können soll. Während der A4 von großen Veränderungen profitieren soll, wird das Schwestermodell, der A5, nur wenig aufgefrischt. So sollen veränderte Scheinwerfer sowie angeschärfte Schürzen ausreichen, um den A5 frisch zu halten. Insgesamt wirkt der A4 ab dem nächsten Jahr und der dann kommende A4 Avant ausreichend neu, um gegen den ganz neuen BMW 3er und die gerade erst geliftete Mercedes C-Klasse bestehen zu können.